Ja, ich stehe jetzt hier im Prinzip mitten auf einer Autobahn. Und zwar ist das hier die A46, die im Krieg gebaut wurde und danach nie fertiggestellt wurde, aber beziehungsweise nie in Betrieb gegangen ist. Aber man sieht, ein paar Bauwerke sind erhalten geblieben. Hier hinter mir der Nadelwald, das war quasi die Fahrbahn. Das ist natürlich alles inzwischen weg, davon sieht man nichts mehr. Aber zum Beispiel Brückenbauwerke sind noch vorhanden und vor einem stehe ich jetzt hier gerade. Ja, hier kann man jetzt im Prinzip die zwei Fahrbahnen eigentlich ganz gut erkennen. Weil da, das sieht irgendwie, ich weiß nicht, was das für Pflanzen sind. Das sieht aus wie Mangroven, aber es sind natürlich keine. Aber so von der Art her, wie sie wachsen, also Bäume im Wasser. Und genau da, wo Wasser ist, dürften eigentlich auch die zwei Fahrbahnen gewesen sein. Ja, und das hier ist jetzt der letzte Punkt von der ehemaligen Autobahn, die ich mir angucken wollte. Und zwar steht hier in Gräfendorf in der Nähe noch ein alter Brückenpfeiler und der wird jetzt zum Klettern benutzt. Und ja, steht jetzt eben hier direkt an der Straße und kann man sich auch anschauen. Und hier ist sogar noch ein zweiter kleiner Pfeiler.